Hallo und herzlich willkommen zur ersten Après-Ski-Beach-Party. Wir sind auf der Insel Bratsch mit Captain Klug und seinen Zwergstarren und es ist wohl die verrückteste Fanreise des Jahres. Wir genießen das tolle Wetter, das Ambiente und die Insel Bratsch in vollen Zügen. Mein Name ist Clara Ploder, schön, dass Sie mit dabei sind. Und ist dann zuletzt nur an Erfahrung reich. Wir sind angekommen in Bratsch und ja, die ersten Fans sind ja auch schon da mit Bus, mit Auto oder mit dem Flugzeug hier auf der Insel Bratsch gelandet. Und ich sitze jetzt direkt in der Hotellobby und ich würde vorschlagen, wir schauen uns einmal um, schauen uns ein bisschen das Gelände an, das schöne Hotel. Und ich glaube, wir finden sicher gleich die ersten Captain Klug und die Zwergstarrer Fans und fragen einmal, wie es ihnen so geht hier in Bratsch. Es ist soweit. Eine verrückte Idee, die Wirklichkeit geworden ist. Horst Klug und seine Zwergstarrer Christian, kurz Uwe und Manni, feiern auf der Insel Bratsch die erste Après-Ski-Beach-Party. Ja, und wie eine verrückte Fanreise so abläuft, das möchten wir euch heute zeigen. Ich schaue mich mal im Bretagne-Ressort um und von der Lobbybar geht es direkt zum Pool. Da dürfen wir schon die ersten Fans kennenlernen. Jeder hofft auf Gottes Segen, wer weiß schon, wie viel Zeit ihm bleibt. Direkt an der Poolbar habe ich den Thomas getroffen und bei diesen Temperaturen, Thomas, ganz ehrlich, da braucht man Abkühlung. Bier und Wasser. Bier und Wasser. Und woher bist du genau, Thomas? Von wo ich genau bin? Von Wien. Und wie lange kennst du den Horst und seine Zwergsteirer schon? Ja, der spielt jetzt, glaube ich, das achte Mal bei uns am Sporttreff Bachler in Wien und jedes Mal so ein Erfolg, dass wir gar nicht mehr reden müssen, dass man ob er nächstes Jahr eher wieder spielt. Ne? Also Sporttreff Bachler, wo genau ist es? Sporttreff Bachler in der Vorarlbergallee, im 23. Bezirk. Und da gibt es die beste Musik, unter anderem auch natürlich mit Horst und mit Captain Klug. Sehr keine Frage, sehr keine. Da tobt die Halle. Thomas, wie schaut es jetzt aus? Rein ins Pool oder was machen wir heute noch in Bratsch? Ja, am Abend hat er ein Konzert. Da mit den Hitten noch einmal kochen, nicht nur zum Mittag jetzt. Und ich glaube, da gefällt sich heute schon jeder. Gell? Und davon handelt dieses Lied. Der Wolfgang ist neben mir. Wolfgang, woher bist du genau? Von Niederösterreich, von Grästen, Bezirk Scheibs. Wie hast du die Band Captain Klug und die Zwergstarrer kennengelernt? Ja, wir sind extrem viel Skifahren in Schlabming und auf der Schuhfalm haben wir noch halt öfter gesehen und natürlich sind wir wieder picken bleiben. Und picken bleiben tun wir auch in Bratsch, die Temperaturen sind heiß, aber wir kühlen uns ab dann im Pool und dann haben wir die beste Musik auch noch heute mit dabei, also uns geht es richtig gut hier. Ja, ich freue mich schon am Abend, weil da geht es wieder richtig zur Sache. Natürlich müssen wir vorher ein wenig was trinken und ein paar Mal müssen wir sich noch ankühlen heute. Der Hans genießt schon kühles Bier im Pool, oder? Ja, das erste Bier heute, das vergangen wir jetzt in die Ferien. Das schmeckt ganz gut und das braucht man auch. Bei den Temperaturen bist du das erste Mal eigentlich in Bratsch oder warst du schon mal hier? In Bratsch bin ich eigentlich das erste Mal, ja. Aber ist schön, oder? Das ist wunderschön, kann man sich gar nicht schöner vorstellen. Wie hast denn du jetzt die Band, also Captain Klug und die Zwergstarrer, kennengelernt? Ich bin schon seit 10 Jahren beim Sporttreff Bachler und da sind die irgendwann einmal aufgetaucht. Ist angeschlagen gewesen, dass sie ein Konzert machen und da war ich dabei so, und immer wieder. Direkt an der Poolbar trifft man auch den Horst. Man muss hier ein bisschen abkühlen bei den Temperaturen. Horst, ganz ehrlich, hast du schon viele Fans getroffen? Die meisten sind, glaube ich, jetzt eher an der Poolbar. Ja, ich war die ganze Nacht schon unterwegs auf der Suche nach unseren Fans und Freunden und ich habe auch sehr viele getroffen. Wir waren im Club bis knapp 3 Uhr morgens und ich laufe jetzt schon eine ganze Stunde durch die Anlage und suche meine Stimme. Die habe ich irgendwo verloren gestern, aber jetzt haben wir ein Frühstücksgetränk da, kurz vor 11 Uhr. Für die Musikanten ist um 11 Uhr fast Mitternacht. Auf alle Fälle werden wir jetzt wahrscheinlich langsam aufwärmen für das heutige Konzert am Abend mit der Melissa Naschenmenger und mit Captain Klug und die Zwergstarrer auf der Piazzetta. Die Anlage ist ja wunderschön, weil du es selber schon gesehen hast und mich freut es irrsinnig, dass ihr es mitgekommen seid. Natürlich, wir schauen uns noch gemeinsam mit dir um. Die Stimme finden wir dann auf der Bühne wieder am Abend. Ich hoffe, wir tun das Beste und wir sehen uns dann am Abend. Dann halte ich dich nicht länger auf. Du suchst die Stimme und deine Fans und ich suche ein bisschen weiter hier, weil ich glaube, viele sind schon gut drauf und genießen das Wetter und natürlich eure Fanreise. Ja, schöner hätte es nicht sein können. Das Wetter passt, die Leute passen, die Anlage passt. Also einen schönen Punkt hätten wir uns nicht aussuchen können für unsere erste Après-Ski-Beach-Party, wie wir es nennen, die verrückteste Reise des Jahres und die werden wir auch in dem Sinne durchziehen.
gell? In einer gemütlichen Runde, da lasst sich's gut aushalten. Fritz, von wo seid denn ihr angereist? Wir sind vom Burgenland angereist, Bahndorf Outlet Center sind wir her und wir kennen Dr. Hook, kennen wir schon recht lange, durch den Haare auch. Und das passt uns und wir fahren immer mit einer mit und das gefällt uns da. Was gefällt euch besonders an Captain Klug und die Zwergsteirer? Ja, das Auftreten und das alles, das taugt uns. Ne? Ja, die haben schon was los, die haben schon was, da ist schon ein Bauer drin. Während die Herren da an der Theke Karten spielen und ein Getränk genießen, ist die Carina fleißig im Pool unterwegs. Ja, ganz genau. Das ist total angenehm. Das Wasser ist super. Das Wetter ist ein Traum. Besser kann es nicht gehen. Genau, und wir genießen, denn am Abend geht es wieder musikalisch zur Sache hier in Bratsch und es kann uns wirklich nicht besser gehen. So ist es. Also wer in Captain Klug und die Zwergsteirer kennt, die fünf Jungs sind genial, sensationell, Spaß, Party, gehen wir so. Perfekte Idee für Bratsch, oder? Ja, so ist es. Das muss er ganz einfach beibehalten. Jetzt fangt er an und das muss er jetzt hier wieder bringen. Das werden wir ihm auf jeden Fall mal vorschlagen, Carina. Das ist die Idee. Du drehst noch eine Runde und wir treffen uns dann wieder an der Poolbar und schauen mal, was der Horst dazu sagen hat. So ist es. Ja, die Margrit aus dem Lobingtal, aus der Steiermark, ist auch bei uns. Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Ich bin das erste Mal da. Wir haben heuer unsere goldene Hochzeit am 6. Juli. Und da sind wir aus diesem Anlass mit unserer Kartenspielrunde hierher gefahren. Wie lange kennst du Captain Klug und die Zwergsteirer schon? Nur vom Radio. Und heute mal persönlich dann auf der Bühne zum Kennenlernen? Ja, ich freue mich schon. Sofort ins Schleudern kommt. Geht so richtig gut. Der Horst hat mich schon versorgt mit einem Getränk und der Harry, kann sagen, einer der ersten Fans quasi auch schon und jahrelanger Schafalm-Partymacher. Besucher, ja. Da sind immer die Hütte ist fast immer voll, aber wenn der Horst hier und man spürt, ist krankelt voll, kann man sagen. Die Hölle los. Die Hölle los. Was ist das Besondere an Captain Klug und die Zwergsteirer? Dass er irrsinnig viel Stimmung macht. Also das ist wirklich sehr gut. Also was mir gut gefällt, was mir noch gut gefällt ist, dass er halt an jeden ein bisschen am Arm nimmt, also unter die Arm nimmt und hilft und hilfsbereit ist, wenn man sagt. Wenn man einen Durst hat, kommt er manchmal vorbei. Persönliche Betreuung, gibt einem den ein oder anderen Stamperl aus. Er hat immer, wie gesagt, einen guten Schmäh drauf. Und an jeden, was ich bis jetzt kennengelernt habe, und hab gesagt, kommt einmal mit, hört euch das an. Haben die gesagt, nein, also eine Dingmusik, was die gingen aufs Rammstein-Konzert, sonstige überall hin. Hat's vom Virus infiziert. Ah ja, apropos Schafalm, da gibt es ja auch eine besondere Verbindung mit Schlazming und Captain Klug und seinen Zwergsteirern. Oder Horst? Wir haben einen 99er Handschlagvertrag auf der Schafalm, auf einer der schönsten, größten, geilsten Hütten, nämlich in Schladming auf der Planei. Die Schafalm sind wir seit 15 Jahren dort Après-Ski oder für Après-Ski zuständig. Und bei uns ist das halt so, wir tragen das Après-Ski ja weit über die Grenzen aus, die nicht nur in Schladming. Après-Ski kannst du auch im Sommer machen, Clara, siehst du jetzt da zum Beispiel bei unserer Party auf der Insel Bratsch. Und der Harry ist wirklich ein liebenswerter Kerl. Wenn es irgendwie geht, besucht er uns mit Freunden und es freut uns richtig. Und für solche Fans und für solche Freunde leben wir eigentlich. Das ist es um und auf. Und weil er so ein Hilfsbereich erstens einmal ist das, finde ich, sollte das auch jeder sein, nicht nur, wenn man auf der Bühne steht. Und was mir so taugt, dass wir mit den Fans auf einer Ebene stehen. Und was mir noch mehr taugt, dass wir Rammstein-Fans auf unsere Seiten ziehen. Das ist der Wahnsinn, gell? Und ich würde vorschlagen, jetzt machen wir das, was wir auf der Après-Ski-Hütte oder in der Après-Ski-Hütte auch machen würden, anstoßen, oder? Prost! Prost! Oh! Jetzt bin ich hilfsbereit und mache... Ja, das eine Mischung. Geht schon, warte, schau, das hat schon hin. So. Ja, du bist da besser drauf. Passt. Okay, so, der Prost. Prost, schöne Woche. An der Gewehre. So. So ein Tag in Bratsch, der vergeht einfach viel zu schnell und der erste musikalische Abend ist angebrochen. Captain Klug und seine Zwergsteirer werden für Stimmung sorgen und auch Melissa Naschenweng ist extra ins Bretanide-Hotel angereist. Apropos Bretanide-Hotel. Natürlich wollen wir euch die Anlage näher vorstellen, wo wir schöne Tage verbringen dürfen. Natalia, die stellvertretende Direktorin, hat alle Infos für uns parat. Wir befinden uns hier im Bretanide Sport- und Wellness-Resort.
ein Hotel auf der Insel Brač, einer der schönsten Inseln, würde ich sagen, hier auf der, im Mitteldalmatien, unterhalb von dem größten Gipfel hier auf den Insel, der Vidova Gora, hat sich der kleine Fischerort Bol angesiedelt und direkt am bekanntesten Strand, dem Goldenen Horn, einer, ich würde sagen, Landzunge, die sich ca. 800 Meter ins Meer hineinschiebt, befindet sich unser Hotel. Wir sind ein All-Inclusive-Hotel. Im Sommer, im Frühjahr und im Herbst eigentlich mehr ein Sport- und Wellness-Resort, wo sehr, sehr viele Radlerfahrer da sind. Wir haben unterhalb unserem Hotel eine Tauchschule, mit der wir zusammen sind. Im Hotel haben wir auch ein ganz tolles Animationsteam, da muss ich stark darauf hinweisen. Speziell Juli, August, auch mit Kindern, wo große Kindershows stattfinden, direkt hier auf der Piazzetta, wo wir heute Abend auch das Konzert haben. Ja, und was ganz, ganz Neues, was wir noch bei uns im Hotel haben seit diesem Jahr, sind Thai-Massagen. Dann sage ich vielen Dank für die Einführung. Jetzt wissen wir, wo wir die nächsten Tage im Paradies verbringen und was das Paradies alles zu bieten hat. Und zu bieten hat die Insel auch eine tolle Musik und die gibt es heute von Captain Klug und den Zwergstarren. Und natürlich sind viele Überraschungsgäste mit dabei. Bevor der Konzertabend nun losgeht, haben wir uns noch mit dem Mikrofon unter die Zwergstarrer-Fans begeben. Und da haben wir auch einen speziellen Modetrend entdeckt. Der erste Konzertabend steht an und ich mische mich mal durchs Publikum. Der Leopold ist schon perfekt gerüstet im Zwergstarrer-Outfit. Ja, das ist schon längere Zeit her, weil ich kenne den Zwergstarrer schon länger als 5-6 Jahren. Und naja, man ist immer gut bedient bei den Konzerten, weil sie machen nicht nur Musik, auch Spaß dazu. Es ist eine kurzweilige Unterhaltung und das dauert sicher, ist sicher für viele vom Publikum ganz was Neues. Da wird die Musik nicht sehr, sehr ernst genommen teilweise. Und da kann man ein bisschen das mit Spaß genießen? Ja, mit Spaß und querbeet durch die sämtlichen Musikrichtungen. Wie geht man perfekt zu einem Zwergsteirer Konzert im Zwergsteirer Outfit, oder Mandy? Wenn man zu dem kommt, naja, wenn du ein guter Fan bist, dann kommt man da her, dann nimmt man 700 Kilometer in Kauf und schaut mir das an. Von wo genau seid ihr, Mandy? Von Leoben. Und das erste Mal in Brač? Das erste Mal in Brač, ja. Aber nicht das erste Mal im Publikum bei Captain Klug und die Zwergsteirer? Genau, das ist richtig. Was fasziniert dich an der Gruppe? Ja, der Horst ist ein Freund von uns und den kennen wir schon seit 30 Jahren. Und das ist ein cooler Typ und die Musik passt auch gut dazu. Die Plätze an der Piazzetta füllen sich schön langsam. Ganz hinten haben wir auch begeisterte Urlauber entdeckt, die Captain Klug und die Zwergsteirer noch gar nicht kennen, aber schon gespannt auf das Konzert warten. Woher seid ihr angereist? Aus Tirol. Aus Tirol? Das erste Mal in Brač? Nein, das fünfte Mal. Das fünfte Mal, ein Wiederholungstäter? Ja, sicher, ja. Und heute gibt es ein tolles Konzert mit Captain Klug und die Zwergsteirer. Habt ihr die Gruppe schon gekannt? Nein. Nein? Das heißt vielleicht ganz neue Fans ab heute dann. Ja. Ihr lasst euch überraschen. Ja, kann sein, ja. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. Ja, danke. Dankeschön. Danke. Ein Tisch mit einer wunderbaren Aussicht und ganz weit hinten, sodass man einen Überblick hat, die Gabriele und die Maria. Wir sind aus Erl in Tirol, nähe Kufstein und wir sind in Urlaub da. Wir haben gar nichts gewusst, was uns da heute Schönes erwartet. Also ich darf auch vermuten, ab heute dann quasi zwei neue Zwergsteirer-Fans. Logisch. Also Captain Klug und die Zwergsteirer, lasst euch überraschen, ein tolles Programm wartet auf euch, aber ihr habt den besten Plan hier ganz weit hinten, natürlich mit einem Drink, das Ganze genießen. Danke, wir freuen uns. Im Publikum haben wir festgestellt, aus allen geografischen Richtungen sind die Fans und Freunde nach Brač angereist. Der Andreas, der weiß, wie man so richtig Krach macht und wie man es krachen lässt und heute auch ja fast schon auf der Bühne, oder? Nein, so schon nicht. Heute noch nicht. Aber guter Sitzplatz mit einer super Aussicht. Ja. Wie lange bist du? Am besten eigentlich. Habe ich meinen Freund Harry zu verdanken. Wir sind nämlich aus Sachsen. Ihr seid aus Sachsen. Das hört man ein bisschen vom Dialekt. Ein entzückender Dialekt. Wie lange seid ihr schon Captain Klug und die Zwergsteirer Fans? Seit Mittwoch, vorige Woche. Na bitte schön, frische Fans. Aber jetzt muss ich dich bitten, dass du nochmal richtig Krach für mich machst. Ja. Die Bühne steht, die Technik steht, die Musiker sind bereit und apropos Technik, PL Soundpark ist dafür verantwortlich. Richtig, genau, ja. Also wir dürfen auch mit Captain Klug seit heuer die Technik übernehmen und sind wir froh, dass wir dabei sind, ja. Ihr seid ein steirischer Betrieb, was genau bietet ihr an? Genau, wir sind aus dem Murtal
Wir sind in der Veranstaltungsbranche, bieten Ton, Licht, Video, DJs für Veranstaltungen. Ja, also. Und wenn Captain Klug und die Zwergstarre auf der Bühne stehen, was ist für euch der Job? Wie kannst du es beschreiben? Was ist an Technik vorhanden? Was ist vielleicht ein bisschen ein Merkmal von Captain Klug und die Zwergstarre? Also wir kommen mit unserem Bus, bauen die Anlage und das Licht auf, betreuen die Band und ja, bauen es wieder ab. Ja. Wir genießen gemeinsam schöne Tage mit guter Technik, guter Musik und bestem Wetter. Ja, davon gehen wir aus, ja. Grauen Tag mit Sonnenschein erhellt. Bei Kummer oder Schmerz wird sie dir treu zur Seite stehen. Hör gut zu und alles wird viel besser gehen. Sag solito! Schau gleich mal sagen! Moni von mir, da war mit 14, reinschauen. Ja, da war sie, ganz genau. Sechster Geil, Tipps aus dem Ziel zu ihm. Ausgleichsfest, auf jeden Fall. Doch jetzt haben wir es selber ausprobiert. Und da ist uns schon was ganz was Gutes passiert. Die Maultrommel bringt uns zum Jodelgesang. So Leute, komm mal rein, die Hände nach oben! Auf frische Volksmusik. Frische Volksmusik tut gut, verleiht die Sonne, macht uns gut, wo steht jeder gleich ein. Volksmusik muss es sein. Schau mal, schönes Zicke, Zacke, Zicke, Zacke. Prost, ihr Säcke. Im Westen, Süden, Norden, Ost. Im Hotel Bretagne gibt's die beste Kost. Aufgeziert, hier werden Weiber leid. Am Moorischer, der macht man Freit. Darum haben alle unser Land so gern. Sie kommen zu uns aus Nahefern. Afrische Volksmusik muss sein. Sie nimmt uns die ins Herz hinein. Die Melodie leistet. Illusion macht uns fit, yes! Afrische Volksmusik, gut, gut, verleiht die Sonne, gemacht uns gut, gut, jeder rein. Hallo! Volksmusik muss es sein. Rico! Komm mal, Schönes! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Los, ihr Säcke! Horst Klug rockt mit seinen Mannen die Bühnen und es wird noch lange gefeiert und getanzt. Tja, und somit geht der Tag auch zu Ende. Jetzt heißt es natürlich, schnell ins Bett zu gehen, denn der nächste Tag wird ganz schön sportlich. Mit dem Body-Schritt ist das Leben ein Hit. Ein neuer Tag beginnt in Bratsch und nach einer kurzen Partynacht folgt ein sportliches Programm. Ja, guten Morgen hier aus Bratsch und die Jungs sind schon sportlich unterwegs. Der zweite Tag wird so richtig sportlich, denn es geht mit dem Fahrrad auf die Insel Hvar. Genau, Dobro Jutro, schönen guten Morgen. Ich tue noch mal ein bisschen schwer, weil es war eine harte Nacht für uns. Captain Klug und die Zwergsteiger Sportler, wie wir alle sind, ist eh ganz klar. Wir sind deswegen so sportlich, weil wir sind noch nie mit dem Auto auf die Schafalm gefahren, auf die Planeit zu unserem Après-Ski. Wir sind immer zu Fuß unterwegs oder wir joggen rauf zu unseren Auftritten.
ich kann dir natürlich alles glauben. Diese Augen können nicht lügen, obwohl ich sie nicht sehe. Ja, die muss ich heute verdecken, weil das einzig Weiße in meinen Augen ist das Rote heute, weißt du? Aber es geht heute wirklich sportlich zur Sache. Was ist denn der Plan, lieber Horst? Du, wir fahren jetzt mit unseren Freunden und Fans auf die Insel Vaar. Das ist die Nachbarinsel da. Machen ein paar schöne Radtouren durch die Weinberge, entlang vom Hofen und von der Küste. Wird wunderschön und auch Murzer Spaß. Gutes Eis gibt es da drüben und deswegen sind wir da nach 2 Stunden Schlaf. Die Fahrräder sind am Schiff, die Fans auch, nur die Zwergsteirer nicht. Also rauf mit euch und einen schönen Vormittag. Passt, danke euch auch und wir werden den Tag genießen. So ein Fieber, immer wieder. Und während die fleißigen Biker die Insel Vaar erkunden, fahren wir wieder zurück ins Hotel und treffen noch Melissa Naschenweng. Wir sind wieder zurück im Hotel gelandet und während die anderen brav am Radl sitzen, habe ich mich ein bisschen umgesehen und in der Lobbybar ist die Melissa. Liebe Melissa, du warst gerade im Pool und genießt auch die schönen Tage hier in Bratsch. Ja, hallo Clara, es freut mich, dass wir uns wieder mal treffen. Ich habe mich heute nicht aufs Radl geschmissen, sondern bin am Pool gelegen und endlich einen Tag einmal frei. Wohlverdient, du hast mir gestern vor deinem Auftritt gesagt, 13 Tage unterwegs und 12 Auftritte in 13 Tagen. Ich glaube, mein Herz hat ein bisschen. Heute weiß die Stimme, dass sie Pause hat, deswegen ist sie ein bisschen tiefer, aber nicht erschrecken, die kommt schon wieder. Und die kommen natürlich, wenn die Melissa auf die Bühne startet, dann ist Vollgas und Party angesagt und das passt perfekt auch zur Captain Klug und die Zwergsteirer-Fanreise. Auf jeden Fall. Also wir haben ja mit dem Captain Klug gemeinsam auch ein Video gedreht. Willkommen in den Bergen, wo er mich einfach einmal ganz frech verhaftet hat. Und es war gestern wirklich ein super cooles Fest. Die Leute haben mitgemacht und das ist immer wieder das Schöne, weil ich reise wirklich sehr, sehr viel, aber wenn ich dann auf die Bühne steige, dann schaltet es da um, die Lederhosen habe ich an, die Ziehharmonika drauf und irgendwie geht es dann einfach immer. Ab und zu denke ich mir vorher, wie soll es denn heute gehen, aber die Leute haben so eine Wirkung und so eine Kraft auf mich und das ganze Musikgeschehen, dass ich echt sagen muss, so passiert ab und zu ein Wunder. Willkommen in den Bergen, das heißt es eigentlich auch dann im Sommer bei dir, denn die Nockberge sind ein heißes Stichwort. Ich glaube, Bad Kleinkirchheim ist wieder ein ganz großes Thema bei dir auch, oder? Mittlerweile zum dritten Mal, wenn die Musi spielt, Sommer Open Air. Und natürlich als Kärntnerin, wenn man so viel in der Weltgeschichte herumreist, ist es natürlich das absolute Highlight. Und ich freue mich schon, am 14. Juli steigt die Musi und dann bin ich wieder dabei. Wir sind einen Tisch weitergerückt und der Andi vom Wolaiersee Echo und gleichzeitig auch der Papa von der Melissa auch hier in Bratsch. Lieber Andi, wie geht's dir? 25 Jahre auf der Bühne, da kann man schon einiges erzählen. Ja, erstens einmal herzliches Dankeschön einmal für die Einladung. Einen lieben Gruß an alle Zuseher von VolksTV. Wolaiersee Echo, 25 Jahre ist eine schöne Zeit. In diesem Jahr zu feiern, natürlich umso mehr ein Grund. Ende Juni und ich sage einfach toll und eine tolle Geschichte. Andi, jetzt bist du auch mit der Melissa viel unterwegs, kennst eigentlich die Musikwelt ganz gut. Was gibt man als Musiker der Tochter weiter, als Papa und als Musiker? Also ich sage einmal, das Wichtigste für mich ist für sie, dass sie schön bodenständig bleibt, so wie sie jetzt ist. Dass sie einfach so drüber kommt, wie sie in ihrem Leben ist. Und man gibt ihr natürlich weiter Schwung zu geben, Gas zu geben und die Leute zufriedenzustellen auf der Bühne. Und ich glaube, für euch ist es ja auch ganz wichtig, der Opa war, glaube ich, so richtig der Ansporn, der hat dir das Harmonikaspiel noch beigebracht. Ich glaube auch Familie, Tradition, Wurzeln, Heimat, das sind auch Gefühle und Werte, die ihr weitergeben möchtet. Ist so, ich bin am Wolaiersee aufgewachsen, deshalb auch der Name Wolaiersee Echo auf 2000 Meter Seehöhe. Der Vater hat oben die Hütten bewirtschaftet, hat ein bisschen Musik gespielt und hat es mir im Kindesalter eigentlich weitergegeben. Er hat mir die Harmonika in die Hand gedruckt und hat gesagt, wenn du spielen willst, dann spiel. Und ich bin heute ihm wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe und dass ich das auch der Melissa habe weitergeben können. Und so führen wir echt ein total lässiges Leben. Wir sind immer unter Leid, wir reisen gerne und wir unterhalten gerne Leid. Also es ist von dem her könnte es nicht besser sein. Nach dem gemütlichen Tratsch in der Hotelbar müssen wir uns aber nun wirklich beeilen. Denn unsere Radfahrer kommen schön langsam wieder zurück mit dem Schiff in Bratsch an. Ja, aber wo sind sie denn? Stunden sind vergangen und Sie sind wieder sicher zurück. Lieber Horst, wie war's?
ein Traum. Erstens nur noch so wenig Schlaf, aber wir sind auf die Insel Waab mit dem Schiff gefahren. War wunderschönes Wetter, passt natürlich auch perfekt. Durch die Weingärten sind wir gefahren, bei einer Kirche waren wir, da haben wir direkt rum gesehen zu unserem Hotel. Und wir haben nicht zwei Labestationen haben wir gehabt, da haben wir alkoholfreies Bier zu uns genommen und Eis. Also uns ist bestens gegangen, es war ein Traum mit vielen Fans. Natürlich haben wir eigene Radfahrtressen machen lassen für die Tour. Und es war einfach ein Traum, also empfehlenswert. Absolut, aber empfehlenswert ist auch das weitere Programm. Es geht gleich zurück ins Hotel. Hotel, duschen und um 15 Uhr gibt es dann die Weinkost mit wunderschönen, super südsteirischen Weinen vom Weingut Zweitig mit Unplugged-Musik, mit Live-Musik für die Zwergsteirer. Melli und Mandy strahlen über das ganze Gesicht. Wie hat es euch gefallen? Sehr gut, war echt super lustig. Tour hat genau gepasst, war super. Für mich war es ein bisschen anstrengend, weil wir haben 2000 Höhenmeter gemacht, gefüllte 2000 Höhenmeter. Wasser hat es wenig gegeben, aber es war in Ordnung, es hat passt. Ne? Der Horst hat es vorhin angesprochen, die Daniela war auch verantwortlich für diese Tour mit deinem Team. Wie war es denn? Es war wirklich wunderschön, alle waren brav, alle haben wirklich gut gefahren und wir haben genossen. Na. Was waren jetzt für dich die Highlights dieser Tour? Highlight dieser Tour? Alles allgemein. Alles, die, was mir am wichtigsten ist, die gute Laune, was die Leute mitbringen und dass man spürt, wie die das alles genießen und dabei Spaß haben. Und Highlight war doch Eis in Jelsa. Jo, wir sind mit dem Radl da. Hast du so schön, lieber Mandy, wie hat es dir gefallen? Es war wunderbar, auf der Insel hier herumzufahren. Das ist überhaupt keine Anstrengung. Super Wetter. Also für jeden geeignet, auch für mich. Nein, es war wirklich toll. Meine Tochter ist mitgefahren, die Maria, die ist 7. Also wenn die da mitfahren kann, dann kann das jeder bezwingen. Also wunderschöne Aussicht und wunderschöne kleine Ortschaften, wo wir durchgefahren sind. Also hervorragend. Im perfekten Outfit, im Kernöl-Pop-Comedy-T-Shirt. Ja. Genau so ist es. Also es geht da um Kernöl-Pop. Es war jetzt nicht eine sportliche Veranstaltung. Wir haben in eindrucksvoller Art und Weise gezeigt, warum wir Musiker sind und nicht Radlfahrer. Jawohl, aber Musiker seid ihr dann in 2 Stunden, denn beim Wein gibt es gute Musik. Ja genau, ja, also Trinken und Musik passt ja zusammen und das werden wir uns jetzt da wieder anschauen, genau in die Richtung. Wir sehen dich doppelt, aber das ist jetzt der Kurt an dieser Stelle. Kurt, wie war es für dich? Ja, das war ganz in Ordnung, die Kleidung stimmt, nur die Form ist leider tief. Aber ansonsten muss ich sagen, es war herrliches Wetter, war ein herrlicher Ausflug mit netten Leuten, netten Fans und Freunden. Kann man nichts Besseres haben, hätte ich gesagt. Wetter, alles hat passt. Wir sind zurück von der Radtour im Hotel angekommen und da stärkt man sich am besten, oder? Absolut, und zwar mit steirischen Produkten. Das ist eine Leihgabe, ein Sponsoring vom Buschenschank und vom Weingut Zweitig, Hannes und Ewald in der wunderschönen Südsteiermark, Ratsch an der Weinstraße. Und er hat uns gesagt, das ist auch der Lieferant, Weinlieferant für die Schafalm, auf der wir ja jeden Freitag, Samstag im Winter Après-Ski spielen. Und ich habe gesagt, Après-Ski am Meer können wir nur machen, wenn wir steirische Getränke mit haben. So haben wir von Gösserbier ein bisschen was mitgekriegt für die Biertrinker. Und für die Weintrinker haben wir da einen Frisante vom Zweitig und einen Semmling, einen 88er, der hervorragend schmeckt. Du wirst das eh gleich selber sehen, Clara. Wir freuen uns natürlich drüber. Und ein bisschen steirische Kultur gehört schon her, wenn wir am Meer sind, nicht? Also, was mir jetzt noch abgeht da herinnen? Nein. Die Musik dazu? Die kommt gleich. Die kommt gleich, aber zuerst werden wir mal anstoßen, oder? Und gemütlich, ja. Vielleicht habt ihr ein Ständchen für uns noch oder ein Prosit und dann sagen wir mal Prost und Musik zum kommt gleich. Zum Wohl, genau. Prost zum Wohl. Glanz in die Augen, Wind in die Haarsleben, schmeckt so wunderbar. Kraft in die Arme, Sonne auf der Haut, wir singen laut. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Zum, 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 zum. Prost! Carina, wir trinken schon das erste Glas. Wie schmeckt es dir? Sehr gut. Der Semmling ist exzellent, muss ich ganz ehrlich sagen. Da könnte ich, glaube ich, noch einen zweiten vertragen. Ich glaube, da können wir noch einen dritten und vierten vertragen. Wir sind gut gerüstet und haben gut und viel da, viel Wein da. Bist du generell eine Weintrinkerin? Ja, bin ich. Ich trinke sehr gerne Sommerspritzer und Weißwein sowieso, ja, trinke ich sehr gerne. Den Horst und die Jungs haben mir jetzt geschickt, Instrumente holen, also jetzt warten wir nur noch, bis wir die beste Musik dazu bekommen. Ja, dann singen wir eine Runde, oder? Genau.
Wolfgang, du hast mir vorhin verraten, Wein schon, aber lieber Bier? Oder wie schaut das aus bei dir? Naja, ab und zu ein Bier, wenn es wirklich heiß ist, aber ich trinke auch ganz gerne einen Wein. Was hast du jetzt im Glas, den Frizzante oder den Semmling? Nein, den Semmling 88 habe ich da gekriegt, Gott sei Dank, weil das ist eigentlich mein Lieblingswein. Das haben sie genau da roten. Haben wir genau der Ratten und das passt perfekt. Jetzt stoßen wir mal an. Prost. Auf der Insel kann man genießen und die beste Musik hören und zum Genießen gehört auch ein Glas Wein. Liebe Tina, du hast welchen Glas? Einen Frizzante. Das ist mein Lieblingsgetränk. Und auch für den Sommer perfekt. Genau, genau. Darum schmeckt sehr gut und... Den genießt man vollen Zügen. Ja, den genießt man. Überhaupt den Urlaub genießt man. Es ist schön hier und das Hotel schön, Strand schön, Wasser schön, Musik gut, alles die perfekt. Die kommt gleich. Alles perfekt. Die Weinverkostung ist in vollem Gange. Lieber Thomas, du sorgst für die vollen Gläser. Ja, und das ist jetzt eine Frisante und den muss er da kosten lassen. Ja, weil ich habe ein Problem, mein Glas ist leer. Ja, das, da bin ich ja der Richtige. Einen Frisante, aber ich habe eins für dich auch da, ich habe schon was vorbereitet für dich. Ich hätte einen Semmling für dich. Machen wir einen Tausch. Jawohl, und zu zweit schmeckt es besser. Schon, ja. Zum Wohle, zum Wohle, zum Wohle. Das wäre nicht die verrückteste Fanreise, wenn nicht Horst, Uwe, Manni, Kurt und Christian noch mehr ausgefallene Ideen hätten. Denn nach der Weinverkostung haben die Jungs eine spontane Zwergsteirer Poolparty geplant. Jetzt sind wir endlich im Pool gelandet mit Captain Klug und die Zwergsteirer. Ja, wie geht's euch? Danke, sehr feucht hier. Wir haben vorher gute Musik gehört und jetzt heißt es Party am Pool. Ja, der Horst, dem geht's richtig gut. Jetzt von Wein auf Bier umgestiegen. Mir geht's auch sehr gut. Entschuldigung, dass du mich unterbrichst beim Trinken. Der Arzt hat gesagt zu mir, wenn es so heiß ist, sehr viel trinken. Nein, es war Wahnsinn. Wir haben jetzt die Radtour hinter uns heute. Dann haben wir die Weinkost hinter uns mit zwei Dickweinen aus der wunderschönen Südsteiermark. Es war wirklich ein Wahnsinn und größer Bier. Und jetzt haben wir die Poolparty ein bisschen privat mit unseren Freunden und Fans. Ja, die Zwergsteirer, also Captain Klug und seine Zwergsteirer stehen für Gemütlichkeit. Und ich glaube, Uwe, jetzt wird es wirklich gemütlich und lustig. Wunderbar, die Sonne lacht herunter. Wunderbares Wetter, Leitbasen, perfekt. So, wenn ich mich so umschaue, ich hätte nur gern, können wir heute noch was ansingen da im Pool? Ich gebe euch das Mikro. Ja, jetzt habe ich gerade austrunken, aber oh, ein Prosit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Und ein schönes Ziegenzange, Ziegenzange! Hoi, hoi, hoi! Ziegenzange, Ziegenzange! Hoi, hoi, hoi! Ziegenzange, Ziegenzange! Hoi, hoi, hoi! Ja, und ich glaube, die Zwergsteirer Poolspiele sind somit eröffnet, oder? Machen wir das einfach so. Bitte, bitte gern. Eine mit dem... Heiß wie die Sahara,
Es ist soweit, in wenigen Minuten geht es los. Es ist ja schließlich die verrückteste Fanreise des Jahres. Captain Klug und seine Zwergstarrer feiern gleich die erste Après-Ski-Beachparty. Direkt hier am Strand auf der Insel Bratsch. Die Jungs sind fleißig und bauen noch schnell das Equipment auf und dann geht es auch gleich los. Wir holen gleich Fans und Freunde an der Poolbar ab. Aber bevor habe ich noch die Idee, dass ich die Jungs vors Mikrofon hole und sie noch mal näher kennenlernen möchte. In wenigen Minuten geht es los, die erste Après-Ski-Beach-Party. Horst, wie ist denn die Idee dazu entstanden? Ja, ganz kurios, nachdem ich schon zweimal da unten war, am Zlatni Rad. Ich finde, das ist einer der schönsten Strände, das Goldene Horn von Kroatien. Habe ich mir gedacht, nachdem wir schon 15 Jahre Après-Ski spielen, auf der Schafalm, auf einer der größten, schönsten, geilsten Skihütten Europas in Schladming auf der Planei. Wir müssen unser Publikum einmal begeistern können und die Après-Ski-Wütigen mit übernehmen auf die Insel Bratsch und da herunten Après-Ski-Beach-Party starten. Also es ist natürlich sehr verrückt, was wir heute mit haben. Das ist extrem, wir haben Schnee mit. Und das werdet ihr alle sehen, wie das ausschaut. Also Après-Ski-Beach-Party ohne Schnee geht gar nicht. Gell? Und das war für mich ein Aufhänger und eine Idee und eine Herausforderung, das zum Umsetzen. Und ich hoffe, es wird uns heute gelingen, aber ich glaube schon. Es wird euch auf jeden Fall gelingen, aber nicht nur am Strand oder auf der Schafalm seid ihr musikalisch unterwegs, sondern das ganze Jahr, wenn Party angesagt ist, dann ist Captain Klug und die Zwergstarrer, dann seid ihr parat und sorgt für die beste Stimmung. Ja, Gott sei Dank ist es uns gelungen, uns in die letzten paar Jahrzehnte zu etablieren. Nicht nur zuletzt deswegen, weil wir eine Fusion zwischen Alpenrebellen und Zwergstarrer gehabt haben. Das heißt, ich habe ja Band gehabt vorhin und vor 5 Jahren sind die Jungs von den Alpenrebellen, meine Musiker von den Alpenrebellen, ehemaligen Alpenrebellen bei mir, haben es angeklopft, weil es bei einer Schluss geworden ist und haben gesagt, okay, nachdem ich einmal als Sänger im Gespräch war bei den Alpenrebellen, ich aber beruflich nicht kann, weil ich bei der Polizei bin, haben wir gesagt, ich kündigen kann ich nicht. Und jetzt haben wir endlich das geschafft, dass die Alpenrebellen und der Captain gemeinsam unter dem Namen Captain Klug und die Zwergsteirer auf der Bühne stehen und heute nicht auf der Bühne, sondern am schönsten Strand Kroatiens am Goldenen Horn mit der Après-Ski-Beach-Party hier am Strand am Zlatni Rad. Jetzt stell mal deine Zwergsteirer genauer vor. Ja, mit dabei sind an der Gitarre der Christian Keindelbauer aus Eisenerz, der Namensgeber der ehemaligen Alpenrebellen, sein eineiiger Zwillingsbruder, der Kurt. Also wenn du die zwei siehst, glaubst du, das sind Halbschwestern, gell? Sie ähneln sich wie ein Ei dem anderen. Der Kurt ist der Bassist der ehemaligen Alpenrebellen aus Eisenerz, immer die zwei Urgesteine des steirischen Erzberges. Und an der Trompete und Keyboard der ehemalige Trompeter der Alpenrebellen, der Manfred Mulle aus Rosenthal in der Weststeiermark. Unser Küken, unser Newcomer, ist sage immer Andreas Gabalier für Arme, er sieht ihm sehr ähnlich, unser Uwe Huber, ebenfalls aus Stallhofen in der Weststeiermark, unser Tastenakrobat an der steirischen Harmonika, Keyboards und so weiter, Gesang ebenfalls auch. Und ich bin happy mit meinen Jungs, also das ist mehr als nur Musik machen miteinander, wir sind schon mittlerweile sehr zusammengeschweißt und eine kleine Familie, mehr als Freundschaft. Den Christian habe ich jetzt an meiner linken Seite, der Gitarrist der Zwergstarrer. Ja, genau, richtig, ja. Und du bist aber schon jahrelang musikalisch unterwegs. Ich bin natürlich schon sehr lange musikalisch unterwegs, war ja über 20 Jahre auch mit den Alpenrebellen unterwegs, auch als Gründungsmitglied und zuvor waren wir ja Rockmusiker. Nicht? Also wir haben nur das Outfit ein bisschen geändert. Und den Stil auch ein bisschen. Den Stil auch, ja, obwohl ich als Vereinzelter eher nicht. Ja. Aber was immer dabei sein muss, ist der Humor und der Schmäh. Den hat der Horst natürlich gepachtet, den Schmäh, und da machen wir natürlich auch mit. Captain Klug und die Zwergstarrer sind ja viel unterwegs. Wie würdet ihr oder wie würdest du euch beschreiben? Eine lustige Partie. Man würde vielleicht denken, wenn man aufs Geburtsjahr schaut, eine Altherrenrunde. Aber wir sind Herren, die doch noch sehr gut Gas geben können und auch den Jungen zeigen, wie es geht. Der Manfred, der Mandy, jetzt habe ich dich endlich mal musikalisch vor dem Mikrofon und darf dich ein bisschen näher vorstellen. Du bist ja auch für den guten Ton bei der Trompete verantwortlich. Ja, genau. Ich bin eigentlich der Trompeter, der Bläser in der Band. Und einige Titel, die haben wir mit Trompete und da spielt dann die Trompete und ansonsten das Keyboard, um da ein bisschen singen. Wie lange machst du jetzt schon Musik, Mandy? Also ich mache Musik seit meinem 7. Lebensjahr. Es hat sich da weit entwickelt, zuerst Blaskapelle und dann Musikstudium und Alpenrebellen vorher und jetzt wieder mit meinen Kollegen von den Alpenrebellen zusammen hier bei Horst Klug und den Zwergsteirern. Du hast ja deine Familie mit und auch deine kleine Maria und du hast mir vorhin ein Video gezeigt, also als Lehrer bist du tätig, aber hast auch eine besondere Schülerin, deine Tochter.
Ja, meine Tochter lernt auch bei mir Trompete. Das war so witzig. Zuerst wollte sie Klarinette lernen, weil meine Frau Klarinette spielt im Blasmusikverein. Und dann hat sie von mir mal probiert auf der Trompete. Und ja, dann hat sie gesagt, so irgendwie im letzten Jahr des Kindergartens, ja Papa, ich möchte auch Trompete lernen. Dann hat ihr das Christkind eine kleine Trompete geschenkt. Und seitdem ist sie bei mir in der Musikschule, geht jetzt in die erste Klasse Volksschule und hat jetzt schon über 2 Jahren auf der Trompete bei mir als Lehrer sein dürfen oder müssen, wie man es halt sieht. Ne? Ist man da auch schon stolz, oder? Nein, natürlich ist man stolz, wenn die eigene Tochter dann ein Instrument spielt. Ich habe das gleiche wie der Papa und wir können auch zusammen üben und zusammen Musik machen. Und sie hat natürlich den Vorteil, wenn sie irgendein Stück, das sie als Aufgabe aufbekommt, nicht so gut kann, dann kann sie zum Papa kommen und er kann sie erklären. Ne? Den Uwe habe ich jetzt neben mir, der Tasten, Tasten-Hero, so hat sich der Horst beschrieben. Ja, ich bin für Akkordeon zuständig, steirische Harmonika und Keyboard. Tasten sind eigentlich mein Leben. Schwarze und weiße Tasten und auch Knöpfe quasi. Knöpfe, ja genau, richtig, auf der steirischen, ja. Wie lange bist du jetzt bei Horst Klug und den Zwergstarren? Jetzt bin ich das vierte Jahr dabei, war zuerst in einer Trio-Besetzung bei den Bergzigeunern aus Volzberg und seit 4 Jahren jetzt mit dabei, macht Spaß, passt genau. Wie würdest du jetzt euch beschreiben als Gruppe? Also wir sind sicher eine sehr showlastige Gruppe, also da gibt es Spaß, Stimmung, garantiert und Party. Der Kurt ist für den Bass zuständig bei Captain Klug und den Zwergscharern und ganz außen steht er und auch schon lange auf der Bühne. Ja, ich bin auch schon lange auf der Bühne, genauso wie mein Bruder, mein Ebenbild. Also wir sind um die 38 Jahre, glaube ich, mittlerweile auf der Bühne. Also lang genug, dass wir nicht mehr gar so nervös sind. Wie ist es, wenn man jetzt den eigenen Bruder in der Band hat, wenn man mit der Familie quasi Musik machen darf? Naja, an und für sich, es ist schon eine lässige Sache, es ist aber teilweise anstrengend, weil wir uns gegenseitig so irgendwie Kriterien setzen, die wir keinen anderen setzen. Das ist bei uns im Studio so, das ist einfach überall so. Ja, wir haben die niedrigste Hemmschwelle uns gegenüber, das ist nicht immer gut, aber sehr oft trotzdem auch fruchtend. Und ihr seid ja auch im Studio fleißig unterwegs und fleißig bei der Arbeit? Ja, wir dann auch im Studio immer wieder für andere Leute produzieren, haben früher eben sehr viel für die Alprebellner gemacht. Und ja, jetzt, wenn uns die Zeit erlaubt, schauen wir, dass wir noch 2-3 CDs nebenbei im Jahr rausproduzieren. Ja. Sommer, Sonne, Schnee und Party. Das Lattenrad, das goldene Horn, ist in voller Partystimmung. Und unter den Fans und Freunden haben wir auch noch wichtige Partner und Wegbegleiter von Captain Klug und seinen Zwergsteirern getroffen. Wenn man erfolgreich als Musikgruppe unterwegs ist, braucht man auch verlässliche Partner und ein verlässliches Auto. Captain Klug und seine Zwergsteirer sind ja über jede Passstraße unterwegs und Autohaus Leimer unterstützt natürlich tatkräftig, oder Wolfgang?
Ja, wir haben uns entschieden, vor etwa eineinhalb Jahren das wieder aufzunehmen. Es war schon einmal soweit und unterstützen jetzt den Horst und seine Gruppe mit einem Auto. Vor allem, weil unser Hauptbetrieb vom Autohaus Leimer in Lierzen ist und für uns das Ennstal wichtig ist. Und mit seinem Engagement auf der Schafalm war das natürlich eine Punktlandung. Ja, und deswegen haben wir es gemacht. Ja. Und man sieht eigentlich auch jetzt langsam den Erfolg. Ja. Auch hier bei der Reise in Bratsch, dass sehr viele Leute auf mich zukommen und Autos wollen. Ja. Und das ist ein toller Erfolg. Ja. Apropos Autos, welche Autos bietet Autohaus Leimer denn an? Ja, wir sind eigentlich klassisch im Porsche-Betrieb unterwegs. Das heißt Skoda, Seat, Audi, VW, aber auch Nutzfahrzeuge. Und das ist unsere Produktpalette. Sehr unterschiedlich. Im Großkundenbereich sind wir tätig, aber auch natürlich haben wir unsere Einzelkunden. Ja, also es läuft sehr gut. Ja. Mit zwei Betrieben, einer in Lietzen im Ennstal und eine Zweigniederlassung in Berchtesgadensdorf in Niederösterreich. Ja. Also super, ja. Sind gut unterwegs. Was ist das Besondere oder das Qualitätsmerkmal auch an euch? Naja, es ist heute, wenn man, egal was man heute macht, es geht eigentlich heute ums Netzwerken. Wir haben alle dieselbe Ware, wir haben teilweise um 100 Euro unterschiedliche Preise. Es geht darum, dass sich der Kunde bei uns beim Autohaus Leimer wohlfühlt. Ja? Und das garantieren wir heute. Ja? Also auch im Nachhinein, wenn jemand ein Auto kauft, ihn nachher zu betreuen und ihm zu sagen, hey, du kannst bei uns ein klasses Leben mit dem Auto haben. Ja? Und da steht auch unser Chef extrem dahinter. Ja? Er ist selbst, der Alexander Leimer ist selbst extrem vernetzt. Ja, und wir folgen ihm halt und tun damit. Ja? Und jetzt den Wolfgang als privaten Autofahrer. Welches Auto hast du selbst? Ich habe gar kein Auto. Ich kann nur privat reden. Meine Frau fährt natürlich ein Auto von uns und die fährt jetzt seit 2 Jahren einen Audi Q3 und ist sehr, sehr glücklich damit. Und ich habe den Privileg, ich darf so alle 2-3 Monate ein neues Auto fahren. Ja? Das war sehr schönes. Wer das Tanzbein schwingen möchte, der ist beim DJ Erich Fuchs richtig. Du sorgst für die gute Stimmung, bist ORF-Moderator und bist schon in der Musikszene lange unterwegs und auch in der Musikwelt. Ja, mittlerweile seit 30 Jahren habe ich begonnen, vor vielen, vielen Jahren mit den Ö3-Discos. Und man wird dann ein bisschen älter. Aber das Publikum wächst ja dementsprechend auch mit. Und so bin ich halt jetzt nach wie vor jetzt so lange als Tischjockey, als Party-Tischjockey, als Schlager, Tanzparty-DJ unterwegs und es macht mir nach wie vor viel Spaß. Was muss ein perfekter Party-Hit haben? Ein Party-Hit muss Generationen ansprechen. Also das ist nicht so, dass man sagt, jetzt hat man nur einen Hit für die Jungen, weil dann ist es dem Fall isoliert, sondern das muss wirklich von klein bis alt jeder einfach mitsingen können und einfach eine gute Laune auch verbreiten können. Dann ist es wirklich ein Hit, der auch dann für auch Generationen bleibt. Weil wenn ich mir denke, heute, wenn man Mitternacht an der Bar steht, dann singt man wahrscheinlich kein David Guetta, sondern da singt man den Udo Jürgens mit seinen 17 Jahren blondes Haar. Und das sind halt dann Evergreens und so kann man sagen, die Hits für die Ewigkeit. Wir genießen das Wetter und es gibt ja bei gutem Wein und gutem Bier. Und das Bier kommt von der Brauunion. Lieber Harry und lieber Mandy, ich habe euch jetzt schon gesehen beim Radlfahren, gesehen beim Tanzen, gesehen beim Partymachen. Aber dazu braucht man eigentlich ein gutes Bier, oder Harry? Da braucht man das beste Bier. Und es gibt nur ein Bier und zwar in Österreich gibt es nur die größte Brauerei, das beste Bier und das kann nur Gösser sein. Gut, besser, Gösser, oder lieber Mandy? Ich glaube, das ist richtig, das, was du sagst. Und ich glaube auch, unser Bier hat einen Namen und wir sind auch die Nummer 1. Und ich glaube auch, wenn man regelmäßig Bier trinkt, dann ist man auch fit. Und das machen wir auch. Ne? Was macht denn ein gutes Bier eigentlich aus, Harry? Naja, sag mal, die Menge macht es auf jeden Fall aus, dass man nicht zu viel trinkt. Und vor allem was ein bisschen würzig ist und nicht gar zu hopfig ist, aber auch nicht zu mild ist. Jungs, mir fehlt was. Das fehlt dir. Geh mal was trinken, oder? Ja, egal ob am Strand oder am Berg, die neue CD darf auf keinen Fall fehlen, oder Horst? Das ist ein Produkt, das weltweit im Einsatz sein wird in Zukunft. Jetzt unsere neue CD unter dem Motto Keiner weiß, wie lange wir leben, ist ja ganz ein besonderer Hintergrund, weil wir eine Spendenaktion ins Leben gerufen haben. Für jede verkaufte CD geht ein Teil auf das Spendenkonto, das ich eingerichtet habe, nämlich für die Invaliden des Zellfest-Unglücks 2017, wo wir ja live dabei waren in Oberösterreich und es freut mich umso mehr. Und sie findet reißenden Absatz, die Leute helfen, ist geil. Und ihr sagt, das Leben spielt nicht nur bunte Seiten, oder hat auch mal schwarze Seiten. Aber Mut machen, weitermachen und ja auch helfen dadurch. Genau, wir haben das Glück gehabt, dass uns Musikkollegen, Transportunternehmen, Musikhäuser geholfen haben.
Weil bei uns war ja alles kaputt, Instrumente, Lichtanlage, Tonanlage, es war alles kaputt. Ich bin im Krankenhaus gegangen, Wochen, habe nachgedacht, machen wir weiter, wie machen wir weiter, machen wir überhaupt weiter. Aber es gibt noch eins, was man aufgibt, das ist ein Brief, das war es da mittlerweile. Und ich bin so happy, dass wir wieder gesund gemeinsam auf der Bühne stehen und jetzt ganz an diesem verrückten Ort. Und das erste Mal lassen wir schneien, nämlich am Zlatni Rad, am Goldenen Horn auf der Insel Brač in Kroatien. Ich finde das einfach so geil und du siehst die Leute auch, die sind happy, die sind total übertraut. Das war Volks und Tour bei der ersten Après-Ski Beach Party. Wir schicken euch ganz liebe Grüße von der Insel Brač. Genießen die nächsten musikalischen Stunden hier noch. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Mein Name ist Clara Bloder und mit Captain Klug und seinen Zwergsteirern sagen wir Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Ski, heil, Ski, heil, Ski, heil. Ciao.